Ich will Ihnen heute etwas aus dem Inhalt meines ersten und zweiten Buches vortragen. Das erste heißt Kein Brot für die Welt, das zweite heißt Bodenrausch. Beide beschäftigen sich mit der Welternährungssituation, und zwar mit der Welternährungssituation, wie sie sich nach 2008 ergeben hat. Der Titel des heutigen Abends heißt Boden gut machen, wie die Krise der Welternährung abgewendet werden kann. Und wir werden zusammen erstmal in die Krise der Welternährung ein bisschen einsteigen. Denn wir sind es ja eigentlich gar nicht gewöhnt, dass die Welternährung irgendwelche Krisen hätte. Wir kommen ja von der Idee des Schlaraffenlandes. Und wenn Sie sich vor das Jahr 2008 erinnern, was davor war, dann waren es eigentlich überwiegend Schlagzeilen von Milchflüssen, die wir in Europa hatten, von Butterbergen, von Fleischbergen, die in riesigen Lagerhallen überall in Europa gehortet wurden, und von Getreidebergen, die überhaupt nicht abnehmen wollten. Die Landwirtschaft war eine echte Last für Europa und sie kostete sehr viel. Und wir hatten eigentlich gedacht, wenn das so ist, dann ist unsere Ernährung immer gesichert, weltweit. Und viele Wissenschaftler waren auch der Meinung, dass das so sein sollte. Und die Politik sowieso. Die Welternährung machte ihr richtig Spaß und dass der Hunger aus der Welt vertrieben werden konnte auch. Im Jahr 2007, 2008 kam aber plötzlich und ganz unerwartet die große Trendwende. Und die große Trendwende lag darin, dass plötzlich Menschen auf die Straße gingen, weltweit, weil sie ihr Essen nicht mehr bezahlen konnten. Das sind Bilder aus Afrika, aus Haiti, unterschiedliche Stellen der Welt, gingen damals die Leute auf die Straße. Und im Hintergrund spielte sich das ab, was Sie hier als Kurve sehen. Im Hintergrund stieg der Index für Lebensmittel plötzlich massiv an. Und Sie sehen an dieser Kurve, dass das ein absolut ungewöhnliches Ereignis ist. Die Kurve beginnt in 1990 und zeigt, wie die Lebensmittelpreise auf den Weltmärkten waren. Und Sie sehen, das ist ein langer gerader Fluss im Prinzip, mal kleine Höhen da drin und auch wieder Tiefen. Aber im Jahr 2007 sehen Sie, steigt das plötzlich massiv an. Und die Frage war, was bedeutet das jetzt? Woher kommt dieser plötzliche Preisanstieg? Viele haben gesagt, ja, das liegt daran, China hat jetzt Hunger auf Fleisch. Andere sagten, Australien hat zufällig gerade eine Missernte. Dritte sagten, ja, das liegt daran, dass die Welt jetzt gerade auf Diesel vom Acker umstellt. Alles waren Gründe, aber keine gingen so richtig an die Fundamente. Und da ich Landwirt bin, habe ich mir die Fundamente der Welternährung mal genauer angeguckt und festgestellt, die Fundamente der Welternährung, die Boden, Wasser, Artenvielfalt und Klima sind alle ziemlich bröckelig geworden. Und das nicht erst seit gestern, schon die letzten 40 Jahre über fangen sie an zu bröckeln, ohne dass es wirklich an die Tagesordnung kommt, ohne dass es offensichtlich gesehen wird oder untersucht wird. Wir schauen uns das jetzt mal im Einzelnen kurz an. Der Boden ist ein ganz fragiles System und der Boden ist vor allen Dingen leicht wegzuräumen. Und wie leicht Boden verschwinden kann, zeigt uns dieses Bild. Das ist ein Bild aus dem Jahr 1935, aus dem mittleren Westen der USA. Was da unterwegs ist, sind keine Hurricanes, keine Regenfluten, sondern was da unterwegs ist, ist der Boden des mittleren Westens der Vereinigten Staaten. Was war passiert? Der mittlere Westen war ursprünglich Prärie und die Prärie war von den Zuwanderern aus Europa erschlossen worden. Und zwar mit Pflug und Pferd. Die hatten gedacht, Prärie ist prima Ackerland. In Wirklichkeit ist Prärie nur Weideland. Aber in den Jahren, als sie kam, zur Mitte des 18. Jahrhunderts, 19. Jahrhundert, war die Prärie sehr saftig und grün. Und die Europäer dachten, gut, da machen wir einen richtigen Acker draus. Und sie haben die ganze Prärie umgeackert. Und im Jahr ab 1930 zeigte die Prärie ihr wirkliches Gesicht. Da kam nämlich plötzlich die Trockenheit der Prärie durch. Und die kannten die Europäer nicht. Sie haben trotzdem weitergeackert und im Jahr 1935 war Frühjahr. Sie hatten die Äcker bloß, sie hatten gesät und warteten auf den Regen. Und stattdessen kam ein gewaltiger Sturm. Und dieser Sturm fegte
den Boden des Mittleren Westens bis nach Washington und New York. Und die Leute, die mit den Schiffen damals nach Amerika kamen, sagten, das Erste, was sie gesehen haben, war eine riesige dunkelbraune Wolke über Amerika. Und das war der Boden des Mittleren Westens. Das war ein ackerbaulicher Fehler und man hätte daraus lernen können, aber offensichtlich fällt das ganz schwer. Das ist ein Bild aus dem Jahr 2010, aufgenommen auf dem Weg von Hannover nach Brandenburg. Das ist die Börde, der Bördenbereich, wenn Sie nach Berlin fahren. Und Sie sehen, da sind auch so Schleier drüber und diese Schleier sind jetzt keineswegs Nebel, die Schleier sind Widerboden. Auf diese Art und Weise geht heute also noch jede Menge Boden verloren. Nicht nur bei uns, sondern weltweit. Und das nicht nur durch Wind, sondern auch vor allen Dingen durch Regen, durch Wasser. Wasser, wie Sie hier sehen, wenn Wasser auf den blanken Boden fällt, löst es den Boden einfach auf und nimmt ihn mit zu Tal. Und Sie kennen in Bayern wahrscheinlich auch solche hügeligen Gegenden. Und wenn da Mais angebaut wird, passiert genau das meistens im Frühjahr. Ein weltweites Phänomen, was mit dem wachsenden Maisanbau auch ständig weiter wächst. Und wenn der Boden richtig erodiert ist, dann gibt es solche Erosionsschluchten. Das ist ein Bild aus China, wo der Boden dann in großen Mengen davon fließt. Und die dritte Variante, wie man den Boden unfruchtbar bekommt, ist Salz. Und Sie werden sagen, ist doch kein Salz in der Luft? Nein, ist kein Salz in der Luft, das sind alles Beregnungsanlagen. Aber mit jedem Liter Regen, künstlichem Regen, was ja nichts anderes ist als Wasser, meistens Grundwasser, nehmen Sie ein Stückchen Salz mit aufs Land. Das heißt, Beregnung ist ein Grund für Versalzung in den Gebieten, in denen Beregnung notwendig ist, und das vor allen Dingen in ariden Gebieten, also wo wenig Regen fällt. Wenn wir uns das weltweit ansehen, kommen wir zu keinem sehr schönen Ergebnis. Das ist die Weltkarte der geschädigten Böden. Je roter die Böden sind, desto geschädigter sind sie. Und Sie sehen hier über China ist insgesamt ein großer roter Flecken. Indien ist geschädigt, Südafrika ist geschädigt. Aber auch Teile Europas sehen Sie sehr deutlich. Und was interessant ist, auch die Kornkammer der Welt, der mittlere Westen Amerikas. Wenn man das aufaddiert, australische Forscher haben es getan, kamen sie bereits vor 10 Jahren dazu, dass ein Drittel der fruchtbaren Böden der Welt mittlerweile nicht mehr fruchtbar ist. Ausschließlich Bewirtschaftungsfehler, nicht durch natürliche Erosion oder andere Art und Weise entstanden. Ein Drittel der Böden ist uns also schon verloren gegangen. Und nun können Sie ja sagen, Boden kann man prima neu machen. Boden kann man auch neu machen. Es geht nämlich nur um die obersten Zentimeter. Aber Boden neu machen dauert. Haben Sie eine Idee, wie lange es dauert, bis diese 15 Zentimeter fruchtbarer Boden, von dem wir sprechen, neu gemacht ist von der Natur? Ich nehme Wetten entgegen. 100. 10. Gut. Wir nähern uns der Wirklichkeit. 15 Zentimeter brauchen 15.000 Jahre, wenn die Natur es machen soll. Das heißt, was wir in einer Generation vernichtet haben, ist innerhalb von 500 Generationen erst wieder darstellbar. Kommen wir zur zweiten Grundlage der Welternährung, das ist das Wasser. Insgesamt sieht unser Planet nach außen ja sehr wasserhaltig aus, aber wir alle wissen, vom Gesamtwasser, was wir haben, das ist das obere Viereck, ist nur ein ganz kleiner Teil wirklich für uns und für die Pflanzen zu gebrauchen. Und dieser kleine Teil, der zu gebrauchen ist, ist zum größten Teil in Gletschern gelagert oder im Grundwasser. Und den Teil, den wir an der Oberfläche sehen, das ist nur dieser kleine Teil. Und der ist dann in Seen oder in Flüssen. Und Sie können sich vorstellen, dass es um diesen oberen Teil massive Konkurrenz gibt. Massive Konkurrenz zwischen Staaten und Regionen, aber auch zwischen der Landwirtschaft und der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung.
Und wir stellen bei der landwirtschaftlichen Nutzung im Rahmen dieses Konkurrenzverhältnisses eine massive Vergeudung fest, weltweit, von 10 Litern, die Sie in eine solche Pumpleitung pumpen, kommt bei den Pflanzen nur 1 Liter am Ende an. Diese mangelnde Produktivität ist überall auf der Welt und sie zeigt, wie Wasser vergeudet wird, obwohl es doch sehr knapp ist. Und in vielen Regionen der Welt ist es deswegen schon zu Wasserstress gekommen. Wasserstress ist die Situation, wo weniger Wasser herabregnet im Verhältnis zu dem, was abgepumpt wird. Und Sie sehen, alle Regionen auf der Welt, wo es braun und rot ist, leiden schon unter erheblichem Wasserstress. Es ist nicht verwunderlich, dass es in Australien so ist, aber es ist sehr verwunderlich, dass es in Indien massiv so ist. Im ganzen Bereich Nordafrikas, bei uns in Europa vor allen Dingen in Spanien und auch in der Kornkammer der Welt, der Vereinigten Staaten im Kornbelt, ist massiver Wasserstress vorhanden. Das heißt, es wird weit mehr Wasser abgepumpt und gebraucht, als die Natur nachliefern könnte. 50% des Grundwassers weltweit ist heute schon abgepumpt und die Pumpen laufen weiter. Und schließlich kommen wir zum Klimawandel. Der Klimawandel als das Klima als wesentliche Voraussetzung, damit überhaupt irgendwo was wachsen kann. Das Klima wandelt sich, sagen nicht nur die Wissenschaftler. Die Wissenschaftler sagen uns, in welche Richtung es gehen wird mit dem Wandel. Zum einen wird es mehr Dürre und mehr Hitze geben. Zum anderen wird es mehr Stürme und Überschwemmungen geben. Und zum dritten wird der Meeresspiegel steigen. Und das alles wirkt sich auf die Situation der Welternährung wie ein Brandbeschleuniger, denn es macht die Ernten zusehends unsicherer. Das Extrem haben wir in diesem Jahr schon wieder gehabt. Wir haben in den Vereinigten Staaten eine massive Dürre, über die wir wegen der Wahlen auch nicht mehr geredet haben. Aber die Dürre hat im Kornbelt der USA einen Großteil der Maisernte, aber auch einen Großteil der Sojaernte vernichtet. Insgesamt zeigt der Ernährungsindex der Vereinten Nationen mittlerweile schon einen Weg in ein Allzeithoch hinein. Und die Experten gehen davon aus, dass diese amerikanische Erntemisere sich wahrscheinlich zu Beginn 2013 in einer ganz massiven Misere auf dem Weltmarkt auswirken wird, in massiven Preissteigerungen. Wir haben andere Extremwetterereignisse, an die wir uns schon nicht mehr erinnern. Sie erinnern sich an die Dürre in Russland 2010, wo 25% der Getreideernte gar nicht geerntet werden konnte, weil sie entweder abgebrannt ist oder überhaupt nicht zustande kam. Und Sie erinnern sich an das andere Extremwetterereignis aus dem Jahr 2010, die Flut in Pakistan, wo 70% des Landes unter Wasser stand, jedenfalls des fruchtbaren Landes, und in diesen Bereichen so gut wie keine Ernte eingefahren werden konnte. Die Frage ist, was heißt das nun weltweit? Der Weltklimarat, IPCC, hat eine Prognose erstellt, weit voraussehend für das Jahr 2080 und überlegt, wenn das an Wetterextremen, was wir voraussehen, kommen wird, wie wirkt sich das auf die Stabilität der Ernten weltweit aus? Und überall da, wo es braun ist, dunkelbraun, dort ist die Stabilität der Ernten massiv in Gefahr. Und zu den gefährdeten Gebieten gehört besonders Indien, natürlich der Bereich nördlichen Afrikas. Das mittlere Afrika wird auch weniger ernten. Und was besonders kritisch sein könnte, die Vereinigten Staaten und der Kornbelt darin, inklusive Südamerika, aber auch Australien, werden in Zukunft eher weniger als mehr in ihre Scheunen reinbringen. Das ist eine ganz kritische Situation, insbesondere was Indien anbetrifft, weil Indien ja eins der bevölkerungsreichsten Länder der Welt einmal werden wird. Verschärft wird diese Krise durch zusätzliche Knappheiten, die sich langsam einstellen auf den Weltmärkten. Zum einen Peak Oil, und zum anderen schrumpfende Düngervorräte. Peak Oil, das Ende des Ölüberflusses,
Ist ein bisschen strittig. Manche Leute sagen, es sei schon längst, wir hätten es schon längst hinter uns. Andere sagen, wir haben es noch vor uns. Klar ist, dass die Idee des leichten und preiswerten Öls vorbei ist. Das hat Konsequenzen für die Landwirtschaft, denn unsere Landwirtschaft arbeitet sehr energieintensiv. Hier für ein solches Maisfeld werden alleine an Dünger, an Stickstoffdünger, Äquivalente von 174 Liter Diesel gebraucht. Und wenn Sie nicht nur den Dünger, sondern auch das, was verfahren wird, nehmen, dann kommen insgesamt 274 Liter Diesel pro Hektar dabei heraus. Und wenn Sie sich überlegen, dass der Dieselpreis schon massiv gestiegen ist und in Zukunft weiter steigen könnte, dann heißt das für die Rentabilität dieser Produktion oder für die notwendigen Preise, die sie erzielen muss, einiges. Das ist nicht die einzige Knappheitssituation, in die wir kommen. Wir kommen an anderen und entscheidenden Stellen auch zu Knappheitssituationen, die sehr bedenklich sind. Phosphat ist ein Düngenährstoff. Ohne Phosphat wächst keine Pflanze. Phosphat ist unbedingt nötig für die Landwirtschaft, wie wir sie betreiben, aber die Phosphatvorkommen sind endlich. Die Annahme besteht, dass in 30 Jahren der Peak bei Phosphat erreicht ist, also der Peak der Produktion und ab dann niederwertige Vorkommen erschlossen werden müssen. In jedem Fall Tendenz bei den Preisen steigend. Und das Zweite ist bei Kalium ähnliche Entwicklung, vielleicht längerfristig angelegt als bei Phosphat. Auf jeden Fall in diesen Bereichen gibt es Probleme. Die Frage ist, wohin kommen wir mit unserer Agrarproduktion? Es gibt Leute, die sagen, wir werden unabhängig von diesen Umständen, wir werden trotzdem eine Produktionssteigerung erleben. Es gibt Skeptiker, die sagen, die Produktion wird eher nicht mehr steigen. Und es gibt Pessimisten, die sagen, die Produktion wird bis zum Jahr 2050 wahrscheinlich eher zurückgehen, als sich ausdehnen. Das ist ein bedenkliches Szenario, denn wir müssen auf der anderen Seite sehen, dass die Nachfrage steigt. Die Nachfrage nach Brot steigt, die Nachfrage nach Fleisch steigt und bisher steigt auch die Nachfrage nach Biosprit. Und wenn wir das im Einzelnen ansehen, was das Brot anbetrifft oder Reis und Weizen, dann hängt das massiv von der Weltbevölkerung ab. Und Sie kennen die Entwicklung der Weltbevölkerung, ich muss Ihnen nicht erzählen, dass wir im Jahr 8000 vor Christi so gut wie keine Besiedlung hatten und dass erst im Laufe der Zeit die Besiedlung mit Menschen auf dieser Welt entstanden ist. Und im 18. Jahrhundert hatten wir erst die erste Milliarde. Seither aber geht es massiv aufwärts mit der Weltbevölkerung. Wir haben in diesem Jahr rund 7 Milliarden Menschen auf der Welt und die Tendenz in Zukunft ist natürlich weiter steigend. Bis zur Mitte des Jahrhunderts gehen die heutigen Bevölkerungsexperten davon aus, dass wir ungefähr 9,7 Milliarden Menschen sein werden, also noch erheblich mehr. Und diese Menschen wollen natürlich essen und einige von denen wollen besonders gut essen. Insgesamt geht die FAO, die Welternährungsorganisation, davon aus, dass die Nachfrage nach Getreide weltweit um 100% steigen wird. Getreide für Nahrungsmittel. Aber gleichzeitig haben wir noch Getreide, was als Futtermittel eingesetzt werden muss. Denn der Fleischkonsum weltweit wird nach allen Prognosen auch steigen. Die Länder, die Wohlstand bekommen, wollen Fleisch essen, denn sie haben eine eindeutige Orientierungsmarke. Und die Orientierungsmarke sind diese beiden. Unsere amerikanischen Freunde und die amerikanischen Freunde essen 130 Kilo Fleisch pro Kopf und Jahr. Und das ist die Orientierungsmarke für das, was man tun muss, wenn man im Wohlstand lebt. Weltweit sind wir noch nicht so weit. Wir sind heute bei ungefähr 35, etwas mehr 35 Kilo. Aber die Prognose heißt, bis 2030 werden wir bei 45 Kilo pro Kopf sein. Und das heißt, wir werden wesentlich mehr Futtermittel brauchen, als wir heute einsetzen. Und der dritte im Spiel, der die Nahrungsmittelproduktion beeinträchtigt, ist der sogenannte Biosprit, der nicht nur bei uns, sondern auch in Amerika, mittlerweile auch in Teilen Asiens, den Rohöleinsatz ersetzen soll. Amerika geht davon aus, dass es eine Fläche von 22 Millionen Hektar
mit solchen Energiepflanzen bepflanzen wird. Zum Vergleich, Deutschland hat als Ackerfläche 12 Millionen Hektar. Die Europäische Union geht davon aus, dass insgesamt 17 Millionen Hektar in Europa dafür genutzt werden könnten oder sollten. Und die Welternährungsorganisation geht davon aus, dass 58 Millionen Hektar weltweit auf diese Art und Weise als Treibstoffersatzproduktion genutzt werden. Was hat das für Konsequenzen? Was hat das für Konsequenzen für die Preise auf dem Weltmarkt und für die Ernährungssituation? Ich habe mal versucht, zwischen 2008 und 2050 so ein paar Geraden zu bilden, und die Geraden für die Nahrungsmittelproduktion gehen eher bergauf. Das heißt, die Nahrungsmittelnachfrage geht eher bergauf. Wir werden mehr Nahrungsmittel am Ende essen müssen mit einem Mehr an Bevölkerung. Aber für die Produktion selbst, für die Nahrungsmittelproduktion, wird wahrscheinlich der Weg eher bergab, konstant, vielleicht auch leicht nach oben gehen. In jedem Falle wird ein Gap entstehen, also ein Bereich, in dem etwas entsteht, was wir eigentlich nicht wollen. Es werden höhere Preise und Hunger in diesem Bereich entstehen. Das ist schon sichtbar, und wenn wir gleichzeitig noch unsere Biospritpläne realisieren, werden wir dieses Gap natürlich weiter erhöhen. Das hat unmittelbaren Einfluss auf die Preise, die für Boden gezahlt werden, die Preise, die für Nahrungsmittel gezahlt werden, und die Interessen, die Dritte jetzt an dem bekommen, was wir Weltlebensmittelmärkte nennen. Sie sehen, die Krisen treiben die Preise tendenziell in die Höhe, und die Krise hat Folgen. Seit 2008 ist eine massive Spekulation auf dem Welternährungsmarkt zu finden. Und die Spekulation setzt zum einen da an, wo Landwirte früher nur Absicherungen getroffen haben. Es war üblich in Amerika, aber auch in anderen Ländern, dass Landwirte ihre Ernten bereits dann absicherten, wenn sie säten. Das machten sie durch sogenannte Futures, das sind Wetten auf die Zukunft, wie dann der Preis so werden würde. Und der sollte eigentlich dem Landwirt sozusagen sein Einkommen sichern in dem Moment, wo er säte. War auch eine gute Idee, denn dem Müller, der das Brot dann, der das Korn kaufte, dem hat das auch seine Einkäufe abgesichert. Und auf diese Art und Weise waren zwei sozusagen relativ sicher. Aber dieser Markt der Sicherheiten ist mittlerweile von diesem Markt ersetzt worden. Mittlerweile sind am Getreidemarkt bzw. an der Getreidebörse in Chicago Leute am Werk, die vor allen Dingen ein Interesse haben, nämlich viel Geld zu verdienen. Die Umsätze sind in den letzten 10 Jahren von 70 auf 400 Milliarden Dollar gestiegen. 70 Milliarden Dollar wäre vielleicht eine US-Getreideernte. Da sehen Sie, da steht überhaupt keine Sackkorn mehr dahinter, was da spekuliert wird. Und der zweite Bereich der Krisenfolgen ist Bodenrausch. Wir haben eine weltweit um sich greifende Nachfrage nach Boden, auch Landgrabbing genannt. Und dieses Landgrabbing zielt vor allen Dingen auf diese Art von Land, nämlich auf das Land in Entwicklungsländern, auf Land in Regionen der Welt, in denen viele Kleinbauern unterwegs sind mit geringer Produktivität. Häufig sind es Frauen, die es betrifft. Und dieses Land wird von den Regierungen, vor allen Dingen in Afrika, an Großproduzenten verkauft oder verpachtet für 99 Jahre. Und die produzieren dann für ihren eigenen Markt auf diesem Land. Mittlerweile hat das zu einer deutlichen Preissteigerung schon geführt. Die Preise steigen weltweit für Land. Und das sind nur die Zahlen aus Deutschland. Die Preise sind mittlerweile in den letzten 5 Jahren sind es ungefähr, 2007 bis 2010 ist der Zeitraum, aber seit 2007 sind die Preise bei uns für Land um 150% gestiegen. Und das ist keineswegs der Einzelfall. Zielgruppe dieser Käufer sind Landwirte, wie wir schon gesehen haben, auch bei uns. Und die Frage ist, welche Folgen haben solche Kaufaktionen?
Die Kaufaktionen haben vor allen Dingen eine große Folge. Die Landwirte, die da vorher waren, auf dem Land gewirtschaftet haben, die verlieren erstmal ihre Existenzgrundlage. Und häufig bekommen sie dafür keinen Gegenwert. Das Zweite ist, die Menschen verlieren ihre Ernährungssicherheit. Und das Dritte ist, die politische Stabilität in diesen Ländern geht baden. Denn was passiert? Die Leute, die vom Land vertrieben werden, gehen notgedrungen in die Städte. Und die Städte, in die sie gehen, sehen so aus. Das sind Slums, die sich in den Bereichen von Kleinstädten heute bereits in Afrika massiv entwickeln, wo die Menschen in Hütten leben, ohne fließend Wasser und vor allen Dingen ohne eigene Ernährung. Die Frage ist, was müsste getan werden, um diese spannungsreiche Situation, wo zum einen aufs Land zugegriffen wird und zum anderen nicht genügend Land für die Lebensmittelherstellung besteht, was müsste getan werden? Wie könnten wir Land gewinnen, um diese Situation zu entspannen? Wir könnten Land gewinnen, und zwar zum einen auf den Bauernhöfen, zum anderen durch unser eigenes Konsumverhalten und zum dritten durch die Politik. Auf den Bauernhöfen ist ganz offensichtlich, dass wir Land da gewinnen können, nur da gewinnen können, wo die Bauern ihren Boden fruchtbar halten. Wenn wir in diesem Bereich nichts unternehmen, dann werden wir feststellen, dass der Hunger weltweit wächst. Und der Hunger wird vor allen Dingen in den Regionen wachsen, in denen die Menschen ein geringes Einkommen haben, also in den Slums. Und in den Slums haben wir eine sehr prekäre Situation, denn 50% der Slumbewohner sind männlich, 50% sind arbeitslos und 50% sind unter 20 Jahre. Und wenn Sie sich die Mischung ansehen und sich überlegen, was das für die politische Stabilität bedeutet, dann müssen Sie sagen, die politische Stabilität ist auf jeden Fall in Gefahr. Die Frage ist, was können wir tun, um die Stabilität wiederherzustellen? Wir können bei uns anfangen. Haben Sie schon mal in Ihren Kühlschrank geschaut? Wenn es da so aussieht, sieht es so aus wie in durchschnittlichen deutschen Kühlschränken. Unsere Kühlschränke sind häufig nichts anderes als Nahrungsmittelsärge, denn 60% von dem, was da drin liegt, wird auf irgendeine Art und Weise weggeschmissen. Das Zweite, was wir als Konsumenten ändern können, ist der Fleischkonsum. Wir wissen, dass um ein Kilo Rindfleisch zu erzeugen, brauchen wir ungefähr 10 Kilo Getreide. Das heißt, jedes Kilo Rindfleisch, was wir weniger essen, entlastet echt den Getreidemarkt. Und es gibt Gegenden der Welt, zum Beispiel in unserem Nachbarstaat Belgien, gibt es eine Stadt, in der gibt es einen fleischfreien Donnerstag. Es ist also in diesem Bereich von uns selbst etwas zu machen. Und das Größte, was zu machen wäre, wäre im Bereich Biodiesel und Biosprit einfach nicht mitzumachen. Gut, Sie werden sagen, das geht ja gar nicht, das ist ja alles beigemischt, da kommt man überhaupt nicht von weg. Ich muss Ihnen sagen, ich versuche weniger zu tanken in dieser Frage, solange wie das Problem noch virulent ist. Und die größte Anforderung geht an unsere Politiker. Die Politiker müssten ganz klar sagen, dass dieser Weg in die Agroenergie ein Konkurrenzweg für Lebensmittel ist und dass er sich bei einer wachsenden Weltbevölkerung am Ende überhaupt nicht auszahlen wird. Die Konkurrenz zwischen Tank und Teller, wir sind gerade in Europa dabei, das zu diskutieren, die Konkurrenz muss vom Tisch, das ist der falsche Weg. Das Zweite, was politisch sehr sensibel ist, sind diese Menschen, die massiv übergewichtig sind, also vom Kalorientopf der Welt weit mehr beziehen, als sie beziehen sollten. 1,5 Milliarden Menschen sind massiv übergewichtig, Tendenz weiter steigend, vor allen Dingen, weil sie hochkalorische Getränke und hochkalorisches Essen zu sich nehmen. Und wenn wir in diesem Bereich eine Änderung treffen würden, alleine, dass wir mal eine Lebensmittelampel in Deutschland bekämen, wo drauf steht, hier ist viel drin und da ist wenig drin, das wäre schon ein Fortschritt, um diesen Leuten weiterzuhelfen.
Und was wir schließlich dringend brauchen, das habe ich beim Kühlschrank schon angesprochen, ist Landgewinn durch Stopfen der Löcher in unserer industriellen Nahrungskette. Wir haben einen großen Verlust in unserer gesamten industriellen Nahrungskette und dieser Verlust liegt bei 60%. Das betrifft nur die Kalorien. Wir verlieren also vom Acker, das sind die Kalorien, die wir im Acker, auf dem Acker ernten und das sind die Kalorien, die wir nachher auf dem Teller haben. Wir verlieren mehr als die Hälfte auf dem Weg zu unserem Teller. Und das heißt, wir hätten mehr als die Hälfte der Ackerflächen weltweit frei für anderes, wenn wir in diesem Bereich mehr die Verluste reduzieren würden. Und schließlich, was gestoppt werden müsste von der Politik, sind die Finanzspekulationen im Bereich Ernährung und Landwirtschaft. Wir wissen heute, dass das, was an den Börsen verspekuliert wird, nur noch zu 2% mit Getreide hinterlegt wird. Der Rest ist blanke Spekulation. Die Frage ist, was kann jeder tun? Die haben wir uns natürlich auch gestellt. Wir, das sind etliche Freunde von mir, die im Bereich des Journalismus arbeiten, Wissenschaftler, die im Bereich der Welternährung arbeiten, Leute aus der Administration, aus der Welternährungsadministration, die gesagt haben, wir müssen auch was tun, um in Zukunft rechtzeitiger zu erkennen, wo der Weg der Welternährung hingeht. Und wir haben deswegen in Berlin ein Institut für Welternährung gegründet. Das soll im Wesentlichen drei Funktionen haben. Zum einen Watchdog werden, zum anderen die Öffentlichkeit besser über das unterrichten, was auf sie zukommt und zum dritten der Politik vielleicht einige Strategien und Ratschläge zu geben, wie man aus dieser prekären Situation am Ende doch noch einigermaßen glimpflich herauskommen kann. Uns ist klar, ein Weiter-so im Bereich der Welternährung kann es nicht geben. Wir wissen schon, wohin das geführt hat oder wohin das führen wird. Das sind die Bilder aus 2008, wo in 21 Ländern bereits Hungeraufstände waren. Und Sie können ja sagen, gut, die waren alle nicht in Europa, die waren alle irgendwo in Afrika oder in Südamerika. Das kann uns am Ende doch gar nicht so massiv tangieren, dass es politisch von Gewicht wird. Ich sage Ihnen, es kann uns massiv tangieren, denn die, denen es so ergeht, die werden sich am Ende auf jede Schaluppe versuchen zu bringen und ins gelobte Europa zu kommen. Wir haben also gar keine Wahl. Wir müssen alle sehen, dass diese Situation der Welternährung sich verändert und es gibt dazu den Schlüssel. Und der Schlüssel liegt, glaube ich, in unserem eigenen Verhalten. Dankeschön.